früh am Streamen? Warum früh? Spät, Mann. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Was geht ab, Pa? Greppo, ohne Plan. Two-Face, Mann. Selber habe ich schon begrüßt. Bei mir ist immer alles gut. Ich bin ein schlechter Mensch und schlechte Menschen geht's immer gut. Der wahre Ali. Bist du nicht der Mehmet? Antikurken. Sonus ist auch da, Mann. Hat schon zu. Ja, Mann, Big Papa, so muss das sein, Bruder. Was geht ab, Jens? Papa. Pistol shoot up the place. Und wir mal, Baby. Biggie over everything, my friend. You don't know nothing about that, believe me. Big Papa hier, wer ist da? Kuckuck, Rakim. Hallo. Was geht ab, Rakim? Das wollte ich euch gerade fragen. Na, bei uns geht nichts ab. Wir suchen Action, aber irgendwie tote Hose überall. Wir fangen gerade Tequila la 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 und dann wissen wir noch nicht, was wir machen, oder wir gehen Pipi heiern. Ihr wollt heiern machen? Wissen wir noch nicht, man. Erstmal gucken, ob was geht. Wir haben gerade ein bisschen die Cops geärgert im PD, aber die waren viel zu cool, Mann. Was heißt zu cool? Nee, Mann, die haben's drauf, Mann. Ganz ehrlich, ja, bei Cops, Mann, wo es Spaß gemacht hat. Ich muss das nochmal wiederholen, als du was gesagt hast, hatte mein Kopf lalalala gemacht. Lalalala. Nein, Mann, die waren zu cool, Mann, Rocky, Mann, Alter. Wir haben uns echt geil mit denen unterhalten. Ich hab meinen BMX, ich komme jetzt hoch zum Tika, la 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 bata baba. Mach mal, wir sind schon davor. Was geht ab, Bro Dusty Flame? Mir geht's immer gut, weil ich bin ein schlechter Mensch. Ich rette wieder dein Nachteck. Echo Fresh, get to Chef, Junge Dennis, wenn ich deinen Namen lese, ich hab direkt ein Ohrwurm, ne? Echo ist der Beste, Mann. Endlich in den Growth Stream, Necron. War doch mein Bruder da, oder nicht? Ring, 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 ring! Ich hab geklingelt. Hey, yo, was geht, homie? Oh fuck, ich hab auf den SMS geguckt. Ich hab nichts gesehen, Mann. Und wer einer kippt, das Curtis. Ich muss mir festhalten. Endlich einen Kopf sehen, Curtis war doch eben noch und sag ich doch auch, ne? Alle auf. Keine Ahnung, ich weiß nicht, komm so aus Köhle. Ja, Bruder, ich bin aus Köhle. Ich singe jetzt nicht, Stifler. Nee, das ist ein Duett, ich hab dir schon mal gesagt, Mann. Ja, ne? Echo ist Killer, Mann. Jetzt kommen wir auf die Sache, kommen wir zur Sache. Abkürzung. Willst du mir nur triggern, Mann? Kill Phil, was geht bei dir, Mann? Was bei mir geht, sieht man doch. BMX fahren. Richtung Tilalaba. Tilikalaba. Der Balika oder wie den heißt, Mann, der Scheißladen. Also nicht Scheißladen, aber ich kann den Namen nicht merken, voll kompliziert. Die Schlumpfer streiten und heulen.
Ja, Bruder. Keine Ahnung. Bin gerade von Tom und Jerry's vorbei. Jetzt bin ich auch auf rausgekommen. Zu meinen Freunden. Wichtig so. Ich der Don. Was geht ab, RN? Baba Marley, Mann. Oh, die fuck, geiler Name. Ups, ich bin den Laternen hochgefahren. Man merkt direkt, dass wir in den reichen Viertel sind. Sofort so friedliche Musik, Mann. Mit den Tick, Lilala, der ist noch weiter unten. Oder bin ich doof? Nee, ich muss hier, ne? Obwohl da oben. Um die Uhrzeit läuft kein Tom und Jerry. Doch natürlich, Mann, in der Grove Street läuft nur Tom und Jerry. 24-7, den ganzen Tag, Mann. 24-7, Bruder. 420. Guck, das sind Tiki Lala. Mein Bike ist viel fetter. Yo, was geht ab, Bruders? Der Rakim, Mensch. Ja, oh, Mann. Was geht? Das ist die Frage, die ich euch eigentlich stellen wollte. Ja, ein bisschen. Aber, dass ihr alle gehört habt, dass ihr diese Getränke mixen. Wo gehören wir, was zu? Sehe ich richtig an, dass ihr gehört habt zu dieser grünen Street Gang? Ja, okay. Wir sind nee, guck dir unsere Klamotten an, wir sind Ballers. Bist du blind, Mann? Nein. Aber musst du wissen, ich bin ja noch neu, deswegen ich frage lieber vorsichtig nach, ich werde ja niemanden auf die Füße treten. Nee, Mann, alles cool, wir sind von der Grove Street. Dem Rakim okay. Kannst du Cineminis anbieten, da freut er sich. Ah, okay, ich hab das schon gehört, als ich einmal war in der Tankstelle, da war auch eine Frau, die trug, glaube ich, grüne Hose, die hat da auch nach Cineminis gefragt. Ja, Mann, Cineminis sind der Shit, Mann. Heute war eine heiße schwarze Perle in der Hut, Mann, die hat nach dir gefragt. Oh? Nach mir? Nee, nach dir, Alter. Ich will doch nur mein Cineminis haben. Hast du mit deinem Sharingan die durchleuchtet? Ja, kannst du mir sagen, Mann. Wie die hieß? Keine Ahnung, Mann. Hast du mal in der Unterwelt nachgefragt, jemand? Hatte die so ein... Ob die koscher ist? Die hatte ob ich was? So ob die koscher ist, Mann. Die so auf jeden Jahr, Mann. Und die nee. Rot, glaube ich, und ein weißes... Nee, hast du nicht? Ja, weil ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ja, ich kannte die auch wohl, oder ihre hallo? Schwester kennt. Ja, ja. Ja, die ist Polizistin. Ah. Genau. Ja. Barkeeper, kannst du meinem Freund Carlos was zu trinken machen? Der sieht ein bisschen trocken aus. Der hat schon eine warme Milch. Ich hab eine warme Milch. Aber Rocky, die Frau, die nach dir gefragt hat, ich weiß, wer das ist. Willst du die Nummer haben? Wer ist das denn? Das ist die Schwester von der Zimtschnecke, mit der ich neulich in der Hut war, die Polizistin. Ach echt? Ihre schwarze Schwester ist das, ja. Ja, korrekt, hau mal die Nummer raus. Die hat schon ein paar Mal nach euch gesucht, also nach dir, ich weiß nicht wen genau, die war auf jeden Fall öfter bei euch in der Hut. Ich muss viel Tom und Jerry gucken, ich hab keine Zeit gehabt. Ja, alles gut. Hast du was zum Schreiben? Warte, ich reiß mir einfach ein Stück von den Servietten ab. Ist das in Ordnung? Ja, das ist richtig. Alles ja, gut. Kann ich das machen, danke. Hast du einen Stift? Ne, kannst du mir einen geben? Warte. Hier. Dankeschön, Mann. So. So. Also, das natürlich, ne? Jaha. Dann die 109. Warte ganz kurz, Mann. Drake, lass die Finger vom Handy, Mann. Ist nicht für dich die Nummer. 109? Ja. Weiter. Und dann 529. 52 und nur 19, ja? Ja, genau. Das ist die Cat. Wie die Katze. Wie die Katze? Miau, Alter. Ja, genau. Ah, Cat? Cat.
Alles klar, Mann. Und wenn du, wenn sie fragt, woher du die Nummer hast, dann von Manny Aslak. Mann, ja, Mann, ich hab dich doch so getauft, Bruder. Ja, eben. Du bist ja, der Aslak mit der Hose in den Socken, ne? Ich hab heute keine weißen Socken. Was? Ja, ich muss hier, Undercover-Kleidung arbeiten. Die fanden meinen Stil nicht so cool. Aber ist schon okay. Sonst hätte ihn getötet, die Frau, die arbeitet in die Arsch. Ja, ich hab immer weiße Socken an, Mann, Alter. Verstehst du? Ja, von Dakota würde ich mir aber wenigstens einmal in den Arsch treten lassen, Mann. Bruder, die hat Spitzenstiefel an, ne? Du weißt das. Einmal muss es sein, Bruder. Ah, Bruder, was geht ab, ja? Weißt du, einer Bogen, was in der Stadt abgeht heute? Ich hab keine Ahnung, ich stehe seit um 7 Uhr an der Bar. Digga, du musst Zeitung lesen, Mann, Digga. Ganz viel. Ohne Witz. Bruder, ich kann nicht lesen. Du musst, Mann, sonst lese ich dir vor, Mann, Alter. Ja, mach mal. Was willst du zuerst hören? Den Witz. Den Witz, Mann? Ja, ha? Warte, den Witz, Mann. Verdammt, Alter. Heute wusste ich ihn noch. Ach so. Was ist ein Kerl ohne Beine? Keine Ahnung. Erdnuss, ja. Scheiße, der hat die Zeit schon gelesen. Der hat mit seinem Sharingan hat der das geguckt. Shit, Junge. Ja. Und jetzt zeig mir die nackte Frau. Nackte Frau, Mann, Digga? Ja. Oh, fuck, Alter. Bist du nackte Frau, Mann, Digga? Oh, fuck. Holy shit, Mann. Holy shit, Mann, Alter. Ne, erzähl, was gibt's denn so Neues? Oh, fuck, Digga, Alter. Was waren wir? Was soll ich denn zuerst erzählen? So. Ich kann gucken, danach türkisch, ich kann nicht während des Streams gucken, Bruder. Ja, die Staatsanwaltschaft meint, man, Alter, die Bilder sind ungeklärt, aber die werden auf den Grund gehen. In Schnellversion. Oh, warte mal kurz, mein Kopf, Mann. Holy fuck, Sony, Alter, bist du verrückt. Wer hat den hier reingelassen? Bann den mal, bitte. Was sagst du, niemand fängt mich? Holy fuck, Mann. Guck mal, was du geschrieben hast, warte. Ich hab nicht damit gerechnet. Holy shit, Bro. Fing das schon wieder so an. Wo ist das? Sony. Hallo, Rakim. Gibt's hier eine Dame, die sich eventuell ein wenig dazu verdienen will? Seid ihr jetzt alle stumm? Oder höre ich euch nicht? Nee, wir warten gespannt. Mit Harun gibt es 10% mehr. Einzige Bedingung ist, dass sie streamen muss. Will ich mich habt ihr gehört, was der gesagt hat? Der Xoni-Mann. Also alle Frauen mit Fuß auf den Harun, der Xoni, der ist ein Saudi im Audi-Mann. Der hat Kohle ohne Ende. Der Bull. Wenn der schon 50 Euro hier einfach raushauen kann, Mann. Das ist eure Chance, nie wieder arbeiten zu müssen. Vielen, vielen Dank, Sony. Und damit sie nicht irgendwas kaufen, was sie nicht tragen dürfen, wie zum Beispiel, ich sage mal, vermutlich nicht, dass solche grünen Schuhe. Ich bin wieder da, Carlos. Können sie nicht. Kann keiner unsere Sachen kaufen. Ah, okay, das wird, wie gesagt, ich bin neu und ich wollte das sicher werden. Und deswegen wollte ich eine Frage. Ich glaube, ich habe den Artikel gelesen. Aber wenn das denn ähnlich geht, dann habe ich das ja schon erledigt. Ich glaube, ich habe schon. Die Klamotten kriegen nur wir. Okay, dann ist er ja gut. Du machst hier den Modeberater, ne? Achso. Ich versuche es, damit niemand irgendwelchen Blödsinn kommt. Also ich von dieser komischen, dummen Puta, die da arbeitet, abfinden. Einige Leute wurden tatsächlich mal gebannt. Am Metall, holy shit, man, endlich. Wird doch Zeit, man. Ich kann dir nie erzählen, was ich hier tragen muss. Hey, Mann, Digga, ein Ehe finde ich scharf. Wann den mal, sagt er. Ja, Mann, der rustet voll aus, der Xoni. Ich kenn den. Ich hab den bei Curtis gesehen. Nein, Mann, ja, ich hab dein Ding gesehen. Der übertreibt immer. Viel Glück, Mann. Danke, ist ja etwas Arbeit, aber ich was denke, geht, Bro, seid ihr eigentlich im Bett? Etwas einfacher. Ich mach das hier scheiße. Weil ich morgen zur Reha muss. Aber kann ich spenden? Ich schau dir eben noch ein paar schon, Minuten Mann. Zu, Bro. Freut mich, dass du hier bist, Rambo Savory, Mann. Denk dran, ne? Du kannst mir immer schreiben. Wenn du kaufen kann, dann brauche ich das nicht wieder zu beachten. Wie mein offenes Ohr, wenn irgendwas ist. Nee, es gibt Sachen, die gehen halt nicht. Kein Problem, alles für die Kuschfamilie. Vielen Dank, Sony, Mann. Ohne Witz. Die Mama, verstehst du? Ah, ja. Klamotten, dann musst du sie fragen. Vielleicht kann Roomklicks, Brody! Ah, okay, ich verstehe. Der Nähe bleibt Roomklicks. Dann ist sie aber sehr gut in Verarbeitung, das sieht alles sehr gut aus. Ich sehe kein
keine schiefe Nähte, ich sehe, da ist der. Holy fuck, jetzt kommt der Curtis noch mit seinen ganzen Freunde auch noch. 87 Freunde. Obwohl der nicht mal am Streamen ist. Guck mal, wie krank die Leute sind, man. Das ist sick. Bro, da. Kush gang over everything. You don't know nothing about that boy, they go me. Tschüss zusammen, schönen Abend noch, ne? Auch nicht so viel. Ja, außer ja Mann, halt die Orange Steif von was anderes auf. Der Raki, den Rest erzählt, die wollen wir ein bisschen unter uns. Der Musik ist da, sollen wir das draußen bereden? Dumme Frage, hat ich hab die Musik ausgemacht. Im Hintergrund, ja. Die Bühne Musik hier, der DJ ist so laut, Mann. Ja, Digga, deswegen hab ich ausgemacht, die Scheiße. Ja, aber meine Ohren nicht. Also entweder raus oder still sein. Wir können auch rausgehen, man wird, ey. Ich wünsche euch jemand noch eine schöne Arbeit. Ich wollte jetzt nicht euch irgendwas unterbrechen. Nein, alles schick, man. Alles cool, okay. Bruder. Okay, woher hab ich $1,000 bekommen? Nein, aber nicht von mir. Du musst auf jeden Fall auf die Sonnenbank gehen, ne? Komm zu hell, man. Ja, das kann nicht sein. Das war damals und die ganze Blitzdichte, die ich damals abbekommen habe, hat ein bisschen meine Haut ausgebleicht. Ich war damals ein paar Jahre unterschwellige Gardinen, die werden da das noch nicht gefährt. Was scheiße, Mann, ich muss meine Milch noch bezahlen, Alter. Nee. Ist schon alles gezahlt, Mann. Bist du sicher? Ja, ich hab 15.000 bezahlt. Ich glaub dir nicht. 15.000, Mann. Ich hab 15.000 dem Typen gegeben für euch alle. Also Schwarzgeld, Mann, und Alter, trinken. Digga, Mann. Meine Milch ist teuer, Digga. Normal, Mann. Ja, ich weiß doch, was so ein Vagus an Milch wegtrinkt. Boah, ich hasse dich mal, Alter. Du trinkst ja immer eine Tritte morgen vom Melanie. Ja, Bruder, du bist halt Fame, ne, Schoki? Ich mach die Lehre. Nee, Mann. Aber ich komm auf das Discord jetzt, ne? Guck mal ab und zu rein, so. Lass mal quatschen dann. Da können die Leute auch kommen. Jeder, der quatschen will. Vielleicht speckt die ab, Mann. Die wartet schon zu Hause. Immer das Spaß mit euch. Man stellt mir immer so ein Glas Wasser aufs Fensterbrett, Alter. Weißt du, und wenn du so kleine Wellen im Wasser siehst, dann weißt du, dass sie gerade ankommen. Ja, Mann, ich bin da mit der Uzi unterwegs mit ihrer Family, mit den Wahlen. Sonny, ja, Mann. Das ist ein Scheich. Überleg mal, wenn die hinfällt, man kann die nicht mehr alleine aufstehen, Alter. Man drückt sich mit ihrem Gewicht. Du bist ja ein Fiesling, Alter. Chill mal, Junge. Er war bestimmt als Kind, war er auch immer moppelig. Ne? Nee. Musste er sich das anhören. Nein, ich hab die Moppels immer verprügelt. Ne? Oh. Das ist auch nicht nett. Ja, Mann, scheiße, man kann nicht immer mehr. Hier ist immer noch zu laut die Musik, ne, Jungs? Ja, wir raus hier. Lass mal raus. Ich wünsche euch noch eine schöne Abend. Rocky, ich wünsche euch schön. Hau rein, Buttermann. Ciao. Wie heißt denn der Fashion Guru eigentlich? Ab jetzt heißt der Fashion Guru. Du hast keine Ahnung von Mode, also frag es gar nicht. Guck dir mal mein fettes Bike an, Mann. Die Rocker stinken voll ab dagegen. Oh shit, Mann. Oh shit, das sieht nice aus, ja? Ja, Mann. So. Jetzt höre ich euch auch. Ja. Jetzt haben wir aber nichts mehr zu sagen. Ist in Ordnung. Nein, Mann. Du hast dein Fahrrad. Hast dein Fahrrad vergessen? Hast Glück gehabt. Ja. Ja, Digga. Ich weiß nicht, das erzählen wir dir am besten nicht jemand, aber dann wir fahren ein bisschen und dann du wirst auf dem Laufenden gehalten, weil du ja immer nur abends da bist. Habt ihr mal den Plakat da drüben gesehen? Ja. Sieht gut aus, ne? Nothing can go wrong, steht da, glaube ich, Mann. Der hört sich gut an. Na, da bei der Ollen mit dem nackten Arsch. Ja. Und daneben steht ein Basketballer mit Destroy the Ring. Ob das ein Zufall ist? S from Somalia. Tits from Jakarta. Was ist das? Du bist gerade arbeiten, Freddy, deswegen so spät. Mag die Redox-Werbung trotzdem mehr. Ja, irgendwie schon, Mann. Ja, wenn du auf Pilze bist, Mann. Auf jeden. Ja, Mann, ich will die endlich wieder haben, Mann. Das nervt voll. Brauch kein Pilze. Ohne Pilze ist besser. Los, Raki. Willst du dein Fahrrad hinter die Bar parken oder so? Warte, ich mach den Felgenschloss dran, ne? Geh mal kurz weg, da Carlos, ein Stück. Ich schließe den einfach am Baum fest, so. Läuft, Mann.
Dann kann dir noch keiner klauen. Aber ich muss fahren, wohin soll es gehen? Ja. Okay. Ist der Auto an, ja, ne? Ja. Wo soll's hingehen? Voll Carlos, Tür rausgerissen. Na, so in den Hut, oder? In den Hut? Ja. Ja, oder zur Tankstelle. Nirgendwo was los. Na leider, Mann, Alter, ist irgendwie tot. Ich weiß auch nicht warum, wo die sich alle immer rumtreiben, Alter. Ich kann ja Raoul anrufen. Er soll die Boilers waren kommen. Auf jeden Fall da. Ja, Digga, wir hatten halt viel Stress, ne? Jetzt schieß los. Ja, was dürfen wir denn erzählen, Alter? Haut immer raus, dann sag ich, ob es geht oder nicht. Ja, geil. Du bist mir witzig, Alter. Du bist wirklich richtiger Kunde, ne? Carlos, Mann, was Alter. Ein Wahrgott, Mann. Dann erzähl mir was, dann sagst du so, ey Jungs, das hättet ihr nicht erzählen dürfen, ne? Du Pisser, ne, jetzt erzählst du, Carlos. Nein, dann da reite ich mich nur nicht scheiße, Mann. Alter, warte mal, ich werde mal in meinem Kopf zusammenwurscheln, was wir sagen können, Alter. Hast du Durst, Carlos? Sonst bringt mich denn mal um, Mann, Alter, Digga. Carlos. Ja, hab ich, Mann, verfickte Scheiße. Ja, davon brauchst du nichts erzählen, aber die anderen Sachen kannst du erzählen. Guck mal, wie ich das wusste, dass er kurz vor Vertrocknen ist wieder. Boah, Vagos. Nein. Du bloß raus. Isa. Alter. Da musst du jetzt aber nochmal zurück. Die Gammler, Alter. Putzt eure Duplos. Ach so, das mit Manfred, wie ist auch jeder, ne? Das können wir ihm erzählen, ne? Ja. Die hauen ab, Mann. Die haben Angst. Der Lenschmann wird gesucht. Von? Von allen, Mann, Digga. Ich suche den nicht. Nee, du nicht, ne? Digga, alle Motorradclubs, also Lost und Cerberus. Und hier diese hässlichen anderen roten Spinner hier. Die Tampons? Bruderschaftsvogel? Ne, die Bruderschaft. Ah, genau, Tampons, Mann. Läuft die Schwulerschaft, der Fistclub, Mann. Der Fist. die Schatten. Ja, die suchen den und wollen den töten, Mann. Und warum alle das? Ausgewandert, Mann. Wissen wir auch nicht. Ja, oder ich weiß es zumindest nicht. Keine Ahnung. Wir wissen auch nicht warum, Mann, Alter. Digan. Wow. Super Ding. Auf jeden Fall hat sich die Hut hier zusammengeschlossen, Alter, alle. Und werden die Leute wohl wahrscheinlich beschützen, so wie es aussieht. Ja, ich stehe hinter dem Bruder, Mann. Ja, Mann. Lenchi Boy hat schon fette Sachen mit uns gemacht. Ja. Der Opa hat heute eine Waffenlieferung rangeholt, Dakim. Ja, mit sowas? Nee. Wir haben keine von denen. Nee, abbekommen. Mann. Ich habe auch keine Schrotflinte bekommen. Aber was? Schrotflinte? Ja. Ja, ich will aber so ein Ehering haben, Mann. Digga, wir hatten einen Spezialauftrag, Mann. Also wir haben keine Waffen gekriegt, Mann. Ja, Mann, voll zum Kotzen. Und die Ballers rennen mit den Dingern rum. Die Blauen auch. Ballers und die Blauen. Ja. Und ein paar von uns haben die auch bekommen. Die dabei waren halt. Ja, ich nicht. Ja, weil du leider nicht da warst, Digga. Aber wir haben auch keine gekriegt, also brauchst du die. Und der Opa hat dem Presi vom Lost MC vorhin eine Kugel gegeben. Das ist richtig, ja, so der Motorradfahrschule. Er meinte so, Alter, ist mir scheißegal mein Leben, bla bla bla. Und dann hat den Opa geknallt, Mann. Wenn dir das scheißegal ist, lass ihn hinrichten. Ja, irgendwie hatten. Na, ich weiß nicht, ob Opa mit dem Gedanken gespielt hat, weißt du, weil der so salty war, Mann. Gib den mit meinem Akkubohrer. Dann weg ist der. Ja. Wir sind eigentlich den ganzen Tag rumgerannt, Alter, und haben Spezialaufträge gemacht. So, mal kicken. Ja, Mann, aber wäre ich heute Mitglied beim Lost MC gewesen, dann hätte auch von Wind bekommen, Mann. Ich hätte mich, glaube ich, auch. Ihr habt dem mal den ganzen Spaß ohne mich, ne? Das ist voll unfair. Ja, leider. Digga. Wenn du den ganzen Tag pennst und nachts immer Tom und Jerry guckst, bist du selber schuld. Nee. Geht immer Flo Haier machen. Was? Die gehen alle Flo Haier machen, Alter. Du hast du mal wieder ordentliche Zeiten, Digga, Alter. Ja, Bruder. Frag besser nicht.
Wow, hör mal auf, Mann. Fragen wir besser nicht. Hast du mal Urlaub oder so, Alter, Digga? Was ist das? Urlaub? Kenn ich nicht. Digga, Urlaub. Ne, ohne Witz, kenn ich nicht. Was? Was ist das? Komm mal, das ist. Arbeitest du etwa bei Ausbeuter, Digga? Nein, Bruder, ich benutze den nicht. Ich sehe. Warum? Brauch den. Okay. Wenn ich den wirklich brauche, dann benutze ich. Du willst doch nicht außer Land fliegen, oder? Vielleicht. Haut mal noch raus, Alter. Ach so, Mann, hier, Digga. Und dann hat einer hier so einen anonymen Schreiberbrief gemacht, Alter, und hat den Zeitungsartikel von der Puppe analysiert, Mann. Laber und? Mann. Ja. Das soll eindeutig zu sehen, Mann, Alter, dass der Lentis vom Baron umgenutzt wurde. Korrekte Sache, Mann. Korrekt, richtig korrekt, Mann. Wer hat das denn fotografiert, Mann? Ja, das ist unklar, das weiß leider keiner, Mann, Digga. Aber sieht so aus, als ob der Baron selber einen Leck hat bei sich, so wie es aussieht. Schuck ist ein 31er, ich weiß das, der ist ein Verräter, Mann. Und mein Tag, meine Arbeit war entspannt heute. Rambo. Auto oder, Mann, Digga? Ja, ja, ein bisschen Ärger, aber ich bin auch schon gefahren. So, ich glaub, du hast Hallos, Mann. Was geht ab, Gonzo? Nee. Okolo, wie geht's dir, Bruder? Ich hab keine Vagospilze genommen. Schön, dir zu sehen, Mann. Nee. Na, dann ist ja gut. Ist der Raul hier? Warte mal. Was ist mit Raul? Vielleicht weiß der, wo was abgeht. Der weiß immer, wo was abgeht, Mann. Nein, nicht wirklich, wir haben den schon angerufen, ja. Echt? Versucht trotzdem, ob der irgendwas rausgekriegt hat. Und der ist schon wieder am Telefon hier. Was ein FIB, Mann. Pass auf, ich verarsche den jetzt, den Raul. Wenn ich den gleich anrufe. Wer kommt denn da aus unserer Tankstelle raus, Mann, und macht die Tür kaputt? Der ist reingegangen. Reingegangen? Ja, ich hab mitbekommen. Den Helm hat er abgezogen. Ach also so. Um den Helm abzunehmen. Saboten kommt, wenn Saboten kommt, Freddy. Der Typ, Mann. Ich hab keine Ahnung, wann das Boss kommt und ob das kommt, nee, was man dafür machen muss und so. Wenn ich das Motorrad sehe, Mann? Bin doof. Hat der Typ, der am Ende in den Lost reingefahren ist. Also. Aber der Sabotun ist auch gar nicht so wichtig, Mann. Ja, Mann, ich hab viel lieber, wenn hier viele Leute aktiv in Bett sind. Bisschen was schreiben. Capri-Sonne, Booty. Guck mal, ich hab's auch hier. Kussi links, Kussi rechts. Alles gut, Bruder? Wie geht's euch? Versuch nochmal Raoul anzurufen. Wo ist der Mond, Jungs? Pass auf jetzt. Hi! Ja, Raoul, ich hab grad keine Zeit, ich ruf dich später zurück. Tschüss! Junge! So, jetzt muss ich ihn wieder anrufen. Ja, jetzt hab ich Zeit, Mann. Du hast angerufen? Was ist los? Ja, das wollte ich dich fragen. Wo geht hier die Party, Mann? Es gibt keine Party. Wir haben gerade irgendeine Dame aufgegabelt. Wir sitzen im 6x6 Dubster und versuchen den Mount Chiliad hochzufahren, um für den ACLS-Praktikanten eine Stresssituation zu erzeugen. Welcher ACLS-Praktikant? Irgendein neuer. Wie Braun heißt der? Wie? Braun. Braun? Also Braun wie im Deutschen geschrieben. Ah. Mit 10, ne? Aber das Problem ist, dass die Frau hier schon den Berg nicht hochkommt. Ich weiß nicht, ob die kennt. Kara heißt die? Nee, sag mir. Nein, Kara. Kara, ja. Jungens, hallo. Ja, ich weiß, was? Du darfst doch telefonieren, oder nicht? Kennt einer einen Kara? Nee. Okay, wir kennen die nicht. Sie hübsch. Aber die würde ich gerne kennenlernen. Sie hübsch. Ihre letzte Aussage war gerade gewesen, den kriege ich schon hoch. Keine Sorge. Die hat gerade gesagt, die kriegt euch hoch, Jungs. Ist sie eingeschlafen? Die ist eingeschlafen. Ja, dann soll sie herkommen. Nein,
Er soll sich vorbei bedenken. Die versuchen gerade den Mount Chillat hochzufallen. Oh mein Gott. Ja, das war dumm. Also die Dame versucht gerade den Mount Chillat hochzufahren. Seid ihr weit oben? Ja. Aber wir rufen gleich jemand vom ACLS hier hoch. Also wenn ihr noch Langeweile habt, dann könnt ihr hier hochkommen, dann können wir hier eine lustige Situation planen. Dass ihr die Frau entführt oder so und sehen, wie der Praktikant reagiert oder sowas, wenn ihr Bock habt, keine Ahnung. Das hört sich nach einem Plan an, Mann. Das machen wir. Irgendwas Lustiges. Wie der Praktikant reagiert. Korrekte Sache, Mann. Sag den Jungs Bescheid und dann... Wie lange braucht ihr? Wir fahren von der Grove House los, Mann. Ich ruf dich gleich nochmal zurück, okay? Ja, donnert ihr los. Ich klär das mit Kevin ab. Der ist mit dem unterwegs. Und dann machen wir da eine Mega-Action-Situation gleich raus. Alles klar, Mann. Machen wir. Okay, bis gleich. Bis gleich, Bruder. Ciao. Du willst jetzt auf den Mount Killian? Ja, pass auf. Der hat eine Frau dabei. Und er will seinen Praktikanten eine Stresssituation erzeugen. Das heißt, wir fahren da hoch und entführen die Frau und dann kann sie anbaggern. Dann gehört die uns. Ja, genau. Das, ja, da landen wir 100 pro bei der Frau, nachdem wir sie entführt haben. Hast du Lust? Diggern, vielleicht ist sie ja glücklich, dass wir sie da rausnehmen. Ja, Mann. Ja, los, hopp, hopp. Wir können ein bisschen mit dem Praktikant Spaß haben. Wir sollen ein bisschen unter Stress setzen, hat der Raul gesagt. Ja, machen wir. Dann Abmarsch, los. Gut, wir brauchen ein Auto, ne? Weil... Nächst du wieder, Mann. Ja, Digga, sollen wir in Grün bleiben, oder was? Ja, ja, Mann. Klar. Echt? Ist so inoffiziell, ist alles nur Spaß mit witzig. Oh, fuck, Mann, der wird uns so hassen, Mann. Wer denn? Der geht doch jetzt um Zeitung, oder? Nein, gesehen. Einen Praktikanten. Zeitung ist doch schon lange nicht mehr Praktikant, Mann. Der ist schon fährt fast alleine. Samuel Kaloma, aber die Frage, ob ich überhaupt noch was Leitung, kriege, dann kündigt er mich. Oh Gott. Aber manchmal steht er auch fuck, auf der Alter. Leitung. Ich würde dafür zu einem Anwalt gehen, Mutter. Brauch eine Maske. Das ist harte Stück. Holy shit. Meiner Mann. Ist nicht da. Hat jemand so lange SUV? Mach ich mir mal die warme Milch, hat mich voll müde gemacht, Mann. Bruder, du hast ein 31. Ich soll einen rausholen auch. Meiner ist nur schwarz, Mann. Kann ich nicht. Meinte eigentlich Dings. Nee, Mann, ich kann nicht. Meine ist schwarz. Ich hab einen, ja, wo wir alle reinpassen. Dann können wir mit einem Auto fahren. Ne, dann mach mal. Und den? Der ist auch schwarz, Alter. Das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Oder wo ist der? Ist der Kusch? Ne, ich hab den nicht hier. Ja, hier. Ups. Super Schlüssel. Aber wir brauchen noch einen, ne? Wir können sonst die Frau nicht mitnehmen. Einer braucht einen zweiten. Fahr dem auf Seite. Und wir nehmen den Chopcar mit, ne? Mir ist egal, ich kann auch noch so einen auspacken in schwarz, oder was? Hier, guck mal den da. Ich rufe jetzt Raul an, wir fahren zum Mount Chillat, ne? Bist du im Funk? Ich bin im Funk, ja klar, Mann. Ja, dann... Warte, wo genau ist nochmal der Mount Chillat? Der ist hier, ne? Der... Ja, Mann. Ja, der größte Berg, der hier ist. Ja, hier oben ist den Seilbahn, ich seh den. Keine Ahnung. Holy fuck. Ich hab den Seilbahn gefunden. Weißt du, wo das ist? Ne. Guck mal, du siehst da auf dein Navi, ne? Oben? Ja. Über den ganz großen See da? Ja. Da drüber ist da so eine Straße, so ein kleiner Feldweg, der drüber geht. Ja. Und da musst du mal gucken, da ist so auf der linken Seite so ein ganz dünner Strich, der geht bis in den Autobahn rein, das ist die Seilbahn. Ja. Da müssen wir hin, das ganze oben. Also, da ist oben, okay. Also willst du die linke Straße nach oben fahren? Oder? Ja, Mann. Okay. 10,84 Kilometer. Ruf den Raul an, ne? Soll ich lieber den Hubschrauber rausholen? Also ein Hubschrauber? Natürlich, Alter, Digga. Ja, aber dann... Ja, ist das so? Nein, das machen wir nicht, Mann. Nein, das machen wir nicht. Digga, beim letzten Mal, Alter, sind wir gleich 2 Minuten danach abgestürzt, Alter. Ja, bitte? Wir fahren jetzt los, Raul. Ja, wunderbar. Wenn ihr unten am Berg oder sowas oder auf Hälfte... Dann, ja, wenn ihr oben seid, dann rufen wir den. Oder auf Hälfte? Ruf mich nochmal an, wenn ihr auf der Hälfte... Oh, mein Digga, Leute, wir wollten hoch zur Seilbahn fahren. Sollen wir uns da treffen? Wir sind ganz oben auf Mount Chillat da, ne? Ja, genau, wo die Seilbahn ist, ne? Genau, ja. Ja gut, da kommen wir hin. Jo, bis gleich.
Bis gleich, Mann. Ja, ein bisschen doofe Lenkung der Auto hier, aber die sieht cool aus, Mann. Digga, heute waren die Blauen, die Ballers, alle waren alle unten im Kreis, Mann, alle. Nee, das ist extra so grün wegen Job. Tag, Mann. Bei der, Bluthenken hat sich die Führungsregion verändert, Mann, der. Was? Nicht mehr den dicke Frau da? Doch, 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 immer noch. Die Mama, die Salty ist jetzt eine von den OGs. Aber die auch OGs? Die haben auch OGs, ne? Oh mein, warum blinkt noch an? Und so ein Raoul, Mann, aber den hab ich, mit dem habe ich nicht viel geredet, Mann. Was für ein Raoul ist das? Ich hab keine Ahnung, Mann. Warum also guckst glaub, du so böse, Mann? Geredet. Was? Warum du so böse guckst, Mann? Ich hab dich angeschnallt, Mann, Alter, ja. Weil du so schnell fährst, Alter. Guck ich so böse, Mann? Ja, Mann, guckst mir voll böse an, als ob ich dir was getan hab. Ey. Oh! Guck mal nach vorne, Alter, ne? Oder jetzt kannst du nach hinten gucken, oder? Oh, fuck. Guck mal, jetzt guckst du, jetzt bist du ja böse. Du warst gerade kurz lieb. Guck mal, wenn du den Duplo zeigst, bist du glücklich. Sekunde, Alter. Wo sind die anderen, Mann? Ja, die sind abgebogen, richtig. Ich bin falsch gefahren wegen deinem Duplo. Aber ich kenne eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung, Mann? Klar, Mann. Hat sie keine Pisse, Alter. Achtung. Gesehen? Ja, ja. Ist sogar richtig die Straße, Mann, Digga. Sagt euch, ich kenne den Abkürzung. Guck, wir sind vor dem wieder. La Fuenta. Ja, das ist ein Pferderanch. Hier gibt's Salagne, ganz leckere. Salagne, Digga? Ja, Mann. War schon vor langem nicht mehr gegessen, Mann. Hab ich voll Hunger auf Salagne, ne? Ah, oh, Mann, jetzt krieg ich auch voll Hunger, Alter. Lass mich verscheißern um 1 Uhr, Alter. Machen wir gleich einen Schuss der Zähne-Minis. Ey, Digga, der Opa Tieslis, ja. Mann. Der will den Staat verklagen auf 40 Millionen, Mann. Auf 40 Millionen? Ja, Mann. Weißt du überhaupt keine so weit rechnen? Keine Ahnung, Alter. Der Ruhe hat uns das erzählt, Mann. Warum wird er den Staat verklagen? Was hat der gemacht, Mann? Ach, der war irgendwie, ich weiß es ja nicht mehr. Entweder hat er eine Karre geklaut oder hat ein ATM gehackt oder so. Der hat mein Kopfauto geklaut gestern. Ja, ja, hab ich schon gehört, ja. Ich hab noch daneben gestanden. Mit Pissers. Das war mega lustig. Ja, und ich glaub schon. Aber der hat jetzt 1 Million bei uns gut, ne? Du bist angeschnallt, Bruder? Ja, ja. Will ich auch hoffen. Dein Ernst. Ah, ah. Alter, ah. Holy fuck, Mann, Auge. Abkürzung. Ich glaube, den Waggon ist ein bisschen schlecht geworden hinter. Oh, fuck, egal, Alter. Kommt mir die Milch gleich wieder hoch, Mann. Wir sehen meine Spezialabkürzung. Spezialabkürzung, ja. Also, wenn du nochmal Spezialabkürzung machst, dann sagst du mir vorher Bescheid, okay? Ich hab dir gesagt, bist du angeschnallt? Sag ja. Ach Digga, wenn da oben keiner ist, Mann, dann können wir ja mal ins Dings fahren, nach oben, ins PD oder SD oder was da oben sein soll. Wenn wo keiner ist. Na, der Opa soll da immer noch sein. Ich weiß nicht, was wir da oben machen, Alter. Pass auf, ich sag dir, der Raoul ist da mit einer Frau. Okay. Und der will einen Praktikanten von seinem ACLS, der ganz neu ist, eine Stresssituation geben. Deswegen wollte er da oben den einfach anrufen und jetzt kommen wir und entführen den Frau, wenn der Praktikant kommt. Wir überraschen den, machen den ein bisschen Ärger. Schauen wir sein Portemonnaie und so. Oha. Also die Frau kennen wir oder was? Ne, kennen wir nicht, aber die lernen wir gleich kennen, Bruder. Okay. Wir nehmen die mit, ganz freiwillig. Dann kann der Cooper sich die klar machen. Oder der Demon. Ja, Craig ist da besser, Mann, Digga. Der kann besser mit den Frauen reden. Meinst du? Ja, Mann. Ich hab keinen GPS-Empfang mehr, ausgespannt. Abkürzung. Bitte.
Oh, oh, umdrehen. Bruder, du fährst sonst immer Achterbahn. Du hast doch nochmal einen starken Magen. Was ist los mit dir? Ja, nee, Digga, immer nur einmal, Alter. Sonst kotze ich als Vollmann. Wo kommt der Musiker, Mann? Ich hab mal dein Radio angemacht, Mann, Alter. Sonst ist mir zu langweilig. Ja, du hast mir gerade richtig erschrocken, ne? Es tut mir leid, Alter. Was steht da? Polizeisirene? Bruder, das ist um den Weibern aufzureißen. Ah, oh, nice, können wir oben benutzen, Alter. Ich sag mal, du bist verhaftet, du bist zu hübsch, Mann. Gib mir sofort deine Nummer. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Nein. Wir haben ein Problem. Gerettet. Was ist los, Jungs? Raki ist der beste Autofahrer auf diesem Weg. Ja, das war eine Abkürzung. Sag denen das bitte. Ich hab beide Hände an Lenkrad, ich kann nicht funken. Dann über den hier. Ah, ich muss hier ein paar Lieder auf mein MP3-Player laden hier. Digga, hast du auch USB-Anschluss? Ja, Mann. Im Aschenbecher drin. Im Aschenbecher? Ja, Mann. Na, warte. Drück Auto, oh, das Sackgasse. Das wird mir stick an rechts. Ja, Mann. Hab ich auch gemerkt. Die Q5-Taktiker. Wir sind den Fresser. Oh. Wir rutschen, Bruder. Digga, du machst die Reifen kaputt. Der hat Frontantrieb, was soll ich machen? Wir rutschen. Oh mein, mach die Mucke ein bisschen mehr rein. Oh, fuck. Wer ist der Fahrer bestätigt? Ah, hier hätten wir mit Motorrädern hochgehen müssen, Mann. Ja, aber dann können wir den Frau nicht einpacken. Ah, das stimmt. Ziehe, Bruder! Ah, die SUVs gehen schon, Mann. Boah, sind die schon weit, die Pässe, Alter. Die haben schon... pass auf hier, mein Digga. Oh Mann, ich seh schon kommen, Alter. Oh, krass, Alter. Ich kann gar nicht runtergucken, Mann, Alter. Hast du hohen Angst? Nein, Mann, aber das ist so hoch, Mann, Alter, Digga. Wir werden so kaputt gehen. Gar nicht wahr, Mann. War voll gut. Wir haben noch nicht einen Unfall gebaut. Boah, der Weg ist so Hölle, Mann, Alter, ohne Witz. Findest du? Ich mag den. Ja, Mann, Alter, böse. Als Autofahrer macht der Weg Spaß, Mann. Aber wir haben es gleich geschafft, Bruder. Keine Angst. Ah, guck mal, hast du gehört? Ja, man schon gehört, ja. Komm, ich schubse die. Verdammt, zu langsam. Oh, fuck, Alter. Alter, ihr Kacknamen. Ich wollte den schubsen. Guck mal, so haben wir Hackantrieb, siehst du? Geht besser. Halt dich fest. Das war knapp. Ich büch den Grofi Zai. Der Trottel, Alter. Aus Versehen, jaha, der ist vor mein Auto gesprungen. Agent Cinemini ist das. Inspektor Cinemini, richtig. Inspektor Cinemini? Jaha, stehst du zu Dienste. So, jetzt müssen wir kurz einen Plan ausarbeiten. Also Fakt ist, die Autos müssen gleich hier weg irgendwo. Warten die nicht vorhin auch schon beim Kamera, rufst du mich gerade an? Ja. Ja. Ich hab mich fertig gemacht. Oh fuck, man, ey, Digga. Sieht nicht besser aus, Mann. Kann einer mal kurz in die schwarz-lila, rosa eine Karre einsteigen? Ach Quatsch, ich. Ja, man, steig da mal mit dem jemand ein. Kannst du mal eben einsteigen?
Hier bei in den. Oh ja, lecker schön. Demnächst kommen Free Harry Streams. Du hast keine Cinemins mehr. Hab die gegessen und war noch nicht einkaufen. Wenn du mein Cinemins anfragst, mein Freund, mach dich platt, Junge. Oh gut, ja, nice. Mach dich richtig platt. Boah, Digga, hier konnte man noch irgendwo Basejumpen. Wie war Arbeit? Arbeit war in Ordnung, ein bisschen Stress, Nara. Wie geht's so, dir, Jungs, Mann? Also unser Plan wäre, wir schicken jetzt hier einen Praktikanten alleine hoch. Und der gerät hier in eine extreme Stresssituation. Was haltet ihr davon? Finde ich in Ordnung. Nach dem Motto, wir sind nicht zufrieden, was er mit unserer Karre macht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das, also unser Plan war, dass die Frau hier oben alleine steht quasi und ja, Hilfe ruft und ihr dann zufällig dazukommt, währenddessen er den Wagen repariert. Nee, wenn der repariert ist. Wenn die schon so, ey, danke schön, weil mit dem Wagen müssen die ja nachher runter. Richtig. Habt ihr irgendeine kreative Idee? Na? IQ5-Taktik, Mann. Hol den hier nicht, halt dir mein Waffe ins Gesicht. Ja, dann macht ihr das, was ihr am besten könnt. Ihr täuscht vor, als ob ihr die Frau als Geisel nehmt. Was haltet ihr davon? Ach, wir sollen die Frau entführen? Ja, finde ich gut. Ja, aber der Praktikant muss mit in den Stresstest geraten. Warum? Du vergiss doch den Praktikanten. Wir nehmen echt? Die Frau und die Frau ist gut, Mann. Top. Das ist aber sehr nett. Kara, kannst du mal kurz die 52 anrufen und sagen, dass du hier oben auf dem Berg fest. Warte mal noch, wir sind noch gar nicht durch. Besprechen wir, glaube ich, noch vorher. Wir brauchen ewig lange, oder? Bis der hier ist. Das ist egal. Aber der Plan muss wasserdicht sein. Du bist am 31er geboren. Der kommt doch mit der Dreckskarre hier niemals das hoch. Das funktioniert, habe ich schon getestet. Das gibt definitiv. Aber es dauert ewig lange, deswegen würde ich sagen, ruf jetzt schon mal an. Nein, warte, wir müssen erst einen richtigen. Du Face, Bruder, was geht da? Ob der hier noch läuft. Kann man die Autos da nicht an dem Häuschen verstecken? Ja, kann man. Wenn man. Ja, kann man schon alles probiert hier. Ja, ja. Warte mal, ich war mal auf Hogwarts. Ich versuche den Auto mal wegzubringen. Hakim, du fährst nicht. Warte, ich muss jetzt gucken. Du bist auf Wiedersehen. Fast abgestürzt. Nee, klappt nicht. Den Trick kenne ich aber auch. Ihr könnt das Auto ja auch da stehen lassen und wenn ich dann nachher gefragt werde vom Praktikanten, sage ich einfach, das ist schon da gestanden, keine Ahnung warum. Ihr könnt euch auch so hinstellen, dass man nicht sieht, dass da Leute drin sitzen. Man könnte auch den eifersüchtigen Freund spielen. Ja. So, Kara. Das Ding ja auch. Kara ist mit ihrem Freund hier oben, hat ein Date, seine Kumpels, weil er halt ein gefragter Mann ist hier in der Stadt, sind halt hier, machen ein bisschen Basejump, ein bisschen Spaß. Also wenn sieht so. Der Herr nach einem Freund aus hier für mich. Ja, nein. Das ist ja Das ist eine so. Von unseren Freundinnen, Mann, Alter. Na natürlich, so. Dann wird der Wagen repariert, ohne dass das natürlich mit dem Freund abgesprochen war. Der Freund gräbt natürlich ein bisschen an. Da müssen wir ein bisschen Kevin sagen, dass er ein bisschen spezielles Rösti-Pommes nachher hier der oben abliefern nicht. Soll. Nein, der dass der Praktikant hin. Hier oben richtig hart Rösti-Pommes machen soll. Der Freund kommt hinzu, sagt, ey, was gräbst du meine Freundin an? Ey, Kollegen, Muchachos, kommt her. Und dann geht hier richtig der Bär ab. Ey, nee. Aber wer ist der Freund? Der Muchachos, Entschuldigung. Wir, lassen mit, wir ja. werden das alles hinschmeißen und wir machen das so, wie wir das machen, okay? Das ist nämlich voll blöd. Und wie ist der Plan? Also, dafür? Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt ist ja das Ziel, jo. Dass auf jeden Fall nach unten gefahren wird. Dort soll dann... Ich könnte mich mit meinem Freund ja auch streiten. Wir hätten eine kleine Ehe. Der müsste gleich da sein, heißt es. Wieso, warum redest du mal von deinem Freund? Warum hast du den denn schon herbestellt? Ja, das ändert jetzt auch nichts, warum? Er ist gleich da auf jeden Fall. Ja, die Dame zum Auto und der Rest weg jetzt. Ja, wir gehen hinten rein. Sollen wir die jetzt unten abfangen oder nicht? Oder wie machen wir das jetzt? Ey, Dicker. Alter. Was ist denn der Plan jetzt, Carlos? Raum, Mann, Alter, Dicker. Das ist unsere Freundin, Mann, Alter, und der hat unser Gestell angepackt, Mann. So ja. machen wir das, Alter. Und ja, das anderes, Mann. Die anderen sollen sich mal verpissen hier. Ja, genau. Hat Kara das mitbekommen? Kara, hast du das mitbekommen? Aber wer ist denn? Warte, die muss sich nur einen Freund aussuchen. Entweder die bekommt den teuflischen Temperament von Craig, den Unterweltkönig, oder den mexikanischen Charme von Vagos. Ich nehme den Grünen. Ich bin der Schönste, Mann. Die anderen sind alle hässlich, Mann. Wenn du auf Mexikaner stehst, dann den zweiten von rechts. Also den in der Mitte. Der Bekannte ist weg. Na, von mir aus gesehen, ne? Welcher Alter? Ich stehe nicht zur Auswahl. Hooper, nimm nochmal die Maske ab, Mann. Ja, Mann. Raki, Mann. Auf der linken Seite siehst du den Unterweltkönig Demon. Das ist der Craig. Auch Craig genannt. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt den genommen, der sich von allen unterscheidet, den mit dem Karierten. Jawohl. Ja, Rakim. Rakim ist vergeben an seinen Cineminis. Also Rakim ist der Freund, das Ding ist durch. Keine weiße Schuhe hat. Ja, wo gehe ich jetzt hin?
Wir verstecken auch uns keine irgendwo. Weißen Schuhe. Okay. Ja, genau, der Cooper hat auch keine und der hat auch Rastas wie ich. Also ganz kurze Besprechung nochmal. Ihr, Kara, du wirst von dem Typen, tust du, als ob du angegraben worden bist. Und dann rasten die Jungs hier aus. Ja. aber mach das relativ nah am Auto, bitte. Ja, setzt euch am besten, die anderen setzen sich in so einen schwarzen Wagen halt rein oder so. Motor und aus und hier ein bisschen seitlich runter oder so. Bleibt welches, hier oben, welches ja, Auto oder? Sollen hier repariert werden, Alter? Oder was sagt ihr? Ey, nee, hier, die grüne Karre soll repariert werden, Mann. Das passt viel besser, Alter. Die da, ne? Okay. Mal unten. Sollen wir den anderen Wagen hier wegparken? Ja, besser als ein ACLS-Auto. Ja, ich sag ja, den grünen hier. Ein ACLS-Auto ist ja richtig blöd, wenn wir das nehmen, Alter. Guter Einwand. Ne? Der Wagen ist von deinem Freund Cooper. So doof. Das habe ich auch nie behauptet. War schon immer positiv gesinnt, tatsächlich. Der Wagen ist von deinem Freund Cooper und du hast einen Platten Rifle. Außerdem steht der auch viel geiler hier. Und du hast einen platten Reifen jetzt. Oh! Jetzt haben wir wirklich einen Platten. Ach, gleich noch einen. Na, auf einem Bein kann man nicht. Reifen wechseln wird dein Praktikant ja wohl noch können, oder? Und der soll, nein, der soll auch die Scheiben reparieren, ja? Okay. Nicht die Scheiben schreiben. Würde mir einen Gefallen tun und alle auf laut reden dann? Ja. Ich würde mich hinten reinsetzen. Ich glaube, ich schreie ja eh schon. Nicht sieht. Das ist halt die Frage. Ich würde sagen, wir verstecken uns im Haus, oder? Ja. Aber auf jeden Fall ordentlich Panik verbreiten. Also ich setze mich jetzt hinten rein, ja? Hinten reinsetzen ist schlecht, der sieht dich da, oder? Ja, das ist eben die Frage. Er sieht dich 100%. Sollen wir nicht unten auf den Seilbahnhaus gehen? Lauter reden, bitte. Sollen wir nicht unten bei den Seilbahnhaus gehen? Ist doch auch gut. Wie heißt denn jetzt machen. Eigentlich ja, aber mein das angeblicher ja Freund? Mit. Schreit dir nicht laut genug? Nee, ich glaube, das ist zu leise. Nee, der Cooper, Mann, der hat so eine richtig schöne böse Stimme, wenn er immer wütend ist. Alter, da soll mal herkommen hier. Was hab ich, Mann? Was labert der schon Digga, wieder für eine Scheiße? Du musst eine richtig böse Stimme haben, Mann, sonst, oder sonst mache ich das mit. Fahr den Wagen mal bitte da Carlos oben genau zwischen den Nein, Ball, warum muss ich immer, Alter? Weißt du, ihr seid scheiße, Alter. Oder? Nee, ich war schon auf beim ATM-Warten. Jetzt ist die Frage, was man hier aggressive kriegt. Stimme, man wird zum Also verarschen, ganz kurz was? Mal, da dürft ihr ihren Namen erfahren. Mein Name ist Rakim Kuschetzin. Und das ist mein Autoschlüssel, bitteschön. Gut aufpassen. Oh, danke schön. Ja? So, wir verstecken uns dahinter jetzt. Meinst du, geht das hier raus? Du bist jetzt der Freund, Achtung, ja? Der kommt. Nee, oh, Cooper, du bist das. Wo ist Cooper? Oh, nee, Leute. Ihr kommt, eure Taschenlappen ihr, ein. Taschenlappe weg. Geht ihr zum Seilbahnhaus? Genau, wir gehen zur Seilbahn, ja. Mann. Wir gehen zur Seilbahn. Raoul, ruf an, wenn der da ist. Wo bist du denn? Wir gehen zum Seilbahnhaus. Wo sollen wir hingehen? Hinter das Ding hier, oder? Wir bleiben hier. Ich höre sein Auto, Mann. Ich höre sein Auto. Fuck, Alter, das ist bestimmt die Sinn, Mann. Masken abmachen. Wer ist denn nun der Freund hier? Ja, keine Ahnung. Der Craig. Ah, Craig macht das aus. Ja, Mann, Demon. Ich glaub, der ruft Hallo da oben. Die Frau, oder? Ja, das ist die Frau. Warte noch. Ja, ich warte, keine Angst. Also die zu hören. War denn der Name von der Ollen? Keine Ahnung. Sag einfach Baby oder so. Ja, Raoul. Du musst zugreifen. Zugriff, Jungs, Zugriff! Ja, vor Craig, du bist eifersüchtig. Wir kommen auch. Ja. Alles geschält, ganz ruhig. Ja, Bruder. Und kurz hoch, Craig, wenn der Stress macht. Fast ausgerutscht. Wir stehen in eine Falle, Shorty. Psst. Ich auf Rot, Digga. Was ist denn hier los? Ich denke, du hast einen wichtigen Termin, Baby. Was bist du ja? Willst du mich verarschen? Ich hab dich schon gesucht und gewartet. Mit so einer Milchtüte triffst du dich? aggressiver, Mann. Vom ACLS. Ich bin auch vom ACLS. Das allerletzte kann ja wohl nicht wahr sein. Der hat mir geholfen, die Gummis wieder anzustecken, weißt du? Ja. Ey.
Jungs, kommt mal hoch. Komm, lass mal da hoch, Mann. Oh, shit. Mit so einer Milchtüte. Der war aber sehr nett zu mir. Ist das der Motherfucker, Mann? Hier ist ein leichter Zwischenfall. Ja, Mann. Und der packt deine Ische an? Holy shit, Mann, was geht denn hier ab, Craig, Mann? Er hat mir gesagt, sie hat einen wichtigen Termin und jetzt hockt sie hier mit so einem Lackaffen. Digga, hast du das Gestell von unserer Arzt angefasst, oder was? Ich hab nur ihre Reifen repariert, alles gut. Nimm mal das heute so, hä? So hart, oder was? Sag mal, ist dein Leben nichts wert, mit den Frauen von anderen Männern spielen, Bruder? Er hat sich die Hupe auch angeschaut. Ey, ich krieg die Krise, wow. Ich reiß ihm den Kopf ab. Dieser kleine, dreckige Hund, Alter. Geh mal zur Seite hier, geh mal zur Seite. Dafür bin ich Ihnen aber sehr dankbar. Baby, du hältst jetzt die Fresse. Digga, jetzt machst du erstmal deine Hände hoch hier. Sonst springt der hier gleich über die Klippe. Sonst müssen wir dich hier in unsere Hut zerren, Alter, und dann wirst du da vergammeln. Im Gullideckel, Alter. Fuck, Alter, hast du viel Kohle bei Mann, Alter, Digga. Fuck, Alter. Der dicke Portemonnaie, vielleicht steht die deswegen auf den, Mann. Digga, Alter. Wir wissen schon, dass sie einen sehr großen Fehler machen. Ja. Warum mache ich denn einen großen Fehler gemacht? Wir machen einen Fehler, Mann. Du hast unsere Alter angepackt, die von Craig, Mann. Unsere Alter anfest, Mann, Alter, dann ist hier Schluss, Mann, Alter, Digga. Ich bin dafür, dass wir den jetzt einpacken. Und dann lernt er schwimmen. Nee, Digga, ich hab eine bessere Idee, Mann. Wenn, weißt du, wie Basejumpen ohne Fallschirm funktioniert? Antworte mir, Mann! Nein, weiß ich nicht. Ja, willst du es wissen? Antworte mir, Mann! Oh, ich krieg keinen Anruf. Sag, Herr Rockefeller. Ich weiß nicht, wie wir das aufklären sollen. Wir dürfen nicht zu hart übertreiben. Der ist ja im Dienst schon, ne? Wirklich nicht. Nicht, dass ihr da Ärger für kriegt oder so. Nee, Quatsch. Wir machen das schon, Herr Rockefeller. Bis nachher. Ja, aber seid vorsichtig. Das kann echt in die Hose gehen. Entführen oder so dürft ihr den nicht. Nee, Herr Rockefeller, alles gut, Mann. Alles okay, gut. Sag, wenn ich aufklären soll, klingelt dann an oder so. Dann kommen wir um eine Ecke gesprungen. Alles klar, machen wir so, ja? Okay. Ich würde sagen, das Taubchen begleitet uns jetzt erstmal zur Absprungplattform. Boah, ja, packt er seinen scheiß Fallschirm in den Kofferraum. Das halte ich für eine ganz gute Idee, Mann. Der Fallschirm. Und du entschuldigst, dich, dass du unser Alter angegraben hast. Du entschuldigst dich, Mann. Ich hab zwar nur die Reifen repariert, aber gut. Die Reifen, Alter, wenn ich dich nochmal höre. Und die Hupen. Na, einmal so ein Spruch, ne, mein Freund. Schlag dir den Schädel ein. Willst du mir sagen, der war an deinen Hupen dran? Lass uns den mal vorne mitnehmen zur Absprungplattform, Jungs. Ja. Der begleitet uns mal jetzt. Pass mal auf, dass der kein Fax in den Kofferraum. Läufst du weg, mein Freund, brechen wir dir die Beine. Pass mal auf den auf, ne? Komm mit runter zur Seilbahn, Bruder. Scheiße, Mann, ich hab noch 10% Akku vom Handy, Mann. Für ein paar Fotos langt das noch. Für ein richtiges Video, wie der unten auf den Boden klatscht, der Stricher. Wir stellen den hier unten auf den Absprungplattform. Geht langsam. Fuck. Rudolf, kannst du lesen? Danke? Danke? Ja, Mann, hey, das erwartet ich dich. Ich muss kurz ans Telefon gehen. Ich hab die Leitstelle. Nix ans Telefon. Doch, lass den das beantworten. Du weißt von nix, okay, Mann. Okay. Wenn uns verrätst, Mann. Der ATLS, wie kann ich für Sie da sein? Wie können Sie denn telefonieren, wenn Sie die Hände oben haben? Bluetooth-Headset. Ja, Walkie-Talkie, Mann. Der Herr Welpe ist gerade schlafen gegangen. Okay, das kann eine Weile dauern. Wer ist denn Welpe, Alter? Alles klar, gut. Ja, das wird dann mein Chef sein, genau. Kein Problem, tschüss. Hast du aufgelegt, Mann? Ja. Dann komm weiter.
Du gehst jetzt bis vorne an den Rand. Und dann guckst du uns erstmal an, mein Freund. Ich muss jetzt noch ein wichtiges Telefonat führen. Weil jemand erwartet dich, Mann. Das wirst du bezahlen, Bruder. Herr Rockefeller. Wir bräuchten sie einmal hier unten an der Absprungschanze. Ja, wir können jetzt alle runtergehen. Kommt mit runter hier. Bis gleich, Herr Rockefeller. Scheiße, Mann. Ohne Fallschirmtrass glaube ich. Echt? Das kann ordentlich wehtun, Bruder. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind eingestellt beim ACLS! Ihr Affen! Hurra! Das ist die Ghost mit den netten Nachbarn bei uns in der Gegend! Huckulu! Wow! Herzlichen Glückwunsch! Ey Digga, deine Kohle kriegst du aber nicht los, ja? Ey, deine Kohle kriegst du aber nicht los! Oh, ich will nicht brennen hier, ne? Das wird gefährlich gleich! Lass Ach, mich das wird easy! Nein! Mir hat's dir gefallen! Digga, deine Kohle kriegst du nicht los! Ja, ja, nicht so gut! Komm, genau auf den Raum. Ich hab ein bisschen Glück für euch, komm mal einer mit für euch. Hat's ein bisschen. Ach, wir haben das doch gerne gemacht. Gefühl. Hier mit dem Joker kommen. Auf jeden Fall, klar. Shit, Alter, das könnt ihr nicht machen, Alter. Wow. Ja, aber das sind unsere netten Nachbarn aus der Grove Suite alle. So, wie viel Dispatch hast du hier sendet? Das wird sich jetzt entscheiden, ob du jetzt doch springen musst, Digga. Ich hoffe, du hast keinen Dispatch gesendet, sonst müssen wir die Polizei anrufen und sagen, dass das ein Gag war. Ja, Mann. Nein, kein einzigen. Perfekt. Guck mal, so muss das, Mann. Läuft, Mann. Damit bist du perfekt in der Nachbarschaft aufgenommen, glaube ich. Du hast hier die besten Leute auf jeden Fall. Wie ist dein Name, Digga? Macho Braun. Macho. Stell dir mal vor, wer hat denn den Namen gefragt? Fuck, Alter. Ey, das passt ja perfekt zu dir, Carlos Blue. Du dreckiger Pendant. Heißt der nicht Vargos Blue? Ja, genau, Vargos Blue. Vergiss nicht, dir deinen Fallschirm noch aus dem Kofferraum zu holen. Das alles hast du der Kamera zu verdanken, hier. Die unschuldige blonde Dame. Hallo. Ja, aka die, nette blonde Frau von der Tankstelle gerade eben. Ja. Ey, Digga. Ist der Opa denn schon wieder raus? Lass uns mal, ich will dir mal deine Kohle wiedergeben und dann will ich nämlich runterspringen, Mann. Ich bin schon voll geil drauf. Wie viel Kohle hat er dabei gehabt? Das geht von da vorne noch ein bisschen besser. 49.000 irgendwas, ich gebe ihm 50, reicht schon. Guter Wunder, wie viel er in der Tasche gehabt hat. Ja, ich habe springt da runter, oh mein Gott. So viel Kohle in der Tasche. Holy fuck, das war knapp. Ey, Carlos, springen wir zusammen. Ja, ihr müsst von da vorne runterspringen, nicht von hier. Hier ist Kacke, kommt mal mit. Alles der gut. Kennt einen besseren. Und? Der kennt einen besseren. Ja, aber sehr geil. Mal, der Beteiligten auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe einen Tropfen da in der Hose gesehen. Vorne durchlaufen, von da anspielen, das ist am besten. Kennst du? Ich bin da schon öfter gesprungen, ja. Die schießen schon wieder auf Tauben, Mann, die haben Hunger. Oh, Mann. Ich hab gerade erst 80.000 Trinkgeld gegeben, da können sie eine Pizza von Hunger 2. Wen denn? Große. Ich weiß gar nicht, wem, irgendein von euch. Hat sich nicht vorgestellt, aber ich bedanke. Ja, das ist schon mal ein bisschen zurück, ich glaube, ich brauche das gleich nicht mehr. Ach Quatsch, einfach rechtzeitig den Fallschirm ziehen. Ich bin da eher so eine Mimose tatsächlich, aber das geht auf jeden Fall ab. Welchen Fallschirm? Ach genau, ja, den. Kann halt ein harter Aufschlag werden ohne Fallschirm tatsächlich. Ja, mein Freund. Hast du einen Fallschirm dabei? Ich habe einen, ja. Kannst du mir den geben? Das weiß ich nicht. Kannst du ihn im Auto legen? Müsste ich testen, keine Ahnung. Ja, komm, lass mal versuchen. Das Problem ist, kommen wir hier wieder hoch? Ja, klar, komm mit. Warte ja, kurz, Karl. Ich brauch noch einen Fallschirm, Mann. Ah, hast du keinen? Nee, Mann. Warum nicht? Ah, doch, ich hab wohl einen. Na klar, Alter. Aha. Ich wollte schon ohne springen. Aber der ist halt nur einmal, das sag ich gleich vorweg. Wenn du den benutzt, ist der weg. Ja, ist kein Problem, Mann. Ich spring sonst vor, einfach... ich mach das. Was ist nochmal der Muskel, Junge? Ich sag dir nachher, wie funktioniert. Ich glaube, das war der Monster-Muskel, ne? Mhm, ja, ne? Ja. Aber von wo springt man denn da, Alter? Du geradeaus durchlaufen, da wo der Crack steht. Guck, zack. Oh, fuck, Alter.
Und klatsch. Oh, doch nicht. Oh, das sah ganz so aus. Shit. Halleluja, meine Freunde. Wo wollen wir landen? Bei der Garage, Mann. Oh, mein Fallschirm hat Muster mit gelber Limonade. Wo ist die Garage denn? Okay, ich fliege richtig. Nee, du fällst selber, Depp. Bin voll klug, Mann. Ja, Raoul, ich hör dir. Ja, Raki, geile Aktion auf jeden Fall. Guten Flug bitte. Du musst lauter sprechen, der Wind pfeift so, Mann. Das ist schon ganz schön hoch. Der Wind pfeift so, Mann. Du musst lauter sprechen. Nein, Mann, Kopfschmerzen. Da kommt eh keiner. Pack dir auf den Abschlepphaken, Mann. Fick dich. Okay, weiß ich Bescheid. Guten Flug, bis später. Bis dann, Bruder. Ciao. Tschüss. Holy fuck. Ich hab, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Boah, lass uns versuchen beim LSSD auf dem Dach zu landen. Wie ein fucking Stein, Mann. Ich bin gerade an der Laterne, da hab ich mich gerade aufgehangen. Holy fucking shit. Ich wollte nur auflegen. Das war die falsche Taste. Aua. Das hat weh getan. Das ist nicht witzig. Selber doof. Jetzt gibt's Musik. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Wie lange streamst du noch? Boah, gute Frage, ne? Kann ich dir nicht sagen? Leider kann ich dir keinen sagen, nein, Zeit, weil ich weiß nicht. Solange wie ich noch Lust habe, Mann. Beim Aufklatschen, das war mein Kopf, Mann. Nicht den Dach. Aber wie wird der Medic da hochkommen? Bruder Skaboos, was geht bei dir, ha? Was bei mir geht, sieht man doch. Ein bisschen rumliegen, faulenzen. Du bist der Erste, der beim Fallschirmspringen telefonieren kann. Ja, siehst ja, wie das geendet ist, ne? Also ich kann das doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Da wird ja extrem mit Hinrichtungen um sich geworfen. Ich weiß nicht, was passiert ist, Tino. Ich muss das nur alles erfahren. Bitte nichts verraten. 500 Viewer am Dienstagmorgen um 2. Nicht schlecht. Echt so viele Leute? Ich hab immer... ich kann das nicht sehen, wie viele Leute hier sind. Ich hab immer mein OBS über den Zeit drüber, weil mich das ein Scheißdreck eigentlich interessiert. Hauptsache, ein paar Leute sind da, mit denen man Spaß haben kann, Bruder. Aber wenn das wirklich 500, das ist echt krass, Mann. Sicke Sache, Mann. Kuschgang, Bruder. Ja, Mann, das ist die Hook von Big Papa. Damit haben wir den Stream heute gestartet, Vokos. Das ist PIMP, heißt der Lied. Von True to Flow. Bam. Was geht ab, Godlike, Mann? Du bist auch schon die ganze Zeit hier, ne? Faust ist auch hier, Bruder. Kessel Heinz, Brudi! Denn er bleibt Heinzi. Oh, ich glaube, wir haben Kopfschmerzen, ne? Doch nicht, Gott sei Dank. Ich hab schon Angst gehabt, Mann. Nicer Abflug. Vielen lieben Dank für deinen kleinen Spenden, den Bronk. Schön, dass du hier bist, Bruder. Und danke für den. Das war ein Punktlandung, war das. Genau das habe ich gewollt. War genauso geplant, Mann. War kein Ausversehen.
Pizza Master ist am Start, du alter Italiener. Wer ist Pizza Master, Todi? Ich gehe jetzt ins Bett rein. Mach's gut, Capri-Sonne. Schlaf gut und träum was Schönes wie ein Zini-Minis. Guck mal, da fahren die Boys. Auf Wiedersehen. Ja, Mann, das ist die Growth. Ne, nicht Growth Family. Bei mir heißen die Kush Gang, Mann. Alle meine Freunde sind von der Kush Gang, Mann. Ginger, wer bist du denn? Wo haben wir uns getroffen? Wie ist dein Name, Bruder? Elisen, ne, Eisen, huh? Das ist aus wie ein Elman. Ah, Eisen MC. Was geht ab, Bruder? Alles gut, Mann? Elini, was passiert ist? Ich habe telefoniert, bin aus Versehen an den Schnur gekommen und dann bin ich auf den Dach geknallt. Und dann hat man meinen Blechkopf gehört. Ach Gott, like, Mann, brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Bist du bescheuert, Mann? Es gibt VOD, kannst du gucken, wenn du möchtest, wenn dich das interessiert. Fletcher, Bruder, ahoi, alles cool bei dir? Bam. Hey, Barnabus. Rakim, der Bruchpilot. FPB. Das war geplant. Genau so habe ich das gewollt. Du gehst dich rasieren und dann pennen. Fall ja nie, ich falle nie hin. Ich bin in meinem Leben noch nie hingefallen, Türkisch. Oder GameStar, wie auch immer du genannt werden willst. Bruder, schlaf gut, träum was Schönes und Süßes wie ein Zinimini. Huhu, Patron ist auch hier, Mann. Mach's gut, GameStar. Ich hab keine Ahnung, ob hier ein Medic verdammt nochmal hochkommt. Ich hoffe, ne? Wenn wir bei 100% sind, dann machen wir Krakenos auf. Ist einfach so. Dann hab ich wieder keine Taschenlampe, was soll's. Für die Gang, Mann. Ja, Mann. Hallo, Frauke. Einmal Real Voice. Das ist meine echte Stimme, Freddy. Dies ist ein Testsatz in Rakims echter Stimme. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Klick. Den Tod verdient selber, Mann. Mo, du bist immer so salzig, Mann. Werd mal wieder süß. Alter, meine Freunde sind von der Kuschke. Ich dachte, jetzt kriegst du so miese Füße. Fängt so eine Line an. Soll ich so ein Lied schreiben? Auf Wiedersehen. Bis dann. Was geht, was geht, was geht? Don't do LSD. Alles cool, Bruder. Schön, dir wiederzusehen. Achso, der komische mit dem karierten, komischen Hemd da. Ich bin hier oben. Hallo. Hilfe. Den Telefonschnurtrick, ich kenne den nicht. Schnurstracks, ich glaube, das war der Witz, ne? Ich höre, warum höre ich denn nicht auf dich? Was laberst du für einen Mul? Guck mal da, die sind voll intelligent. Siehst du das? Die haben Medizin studiert. Die können klettern. Zack. Ich mach die Musik wieder aus, Mann. Komm, nehme ich den Doktorin und untersuche mein Aua. Ja, was machen wir jetzt, ne? Ach, guck mal da! Wann kommt deine Twitch-Partnerschaft? Die kommt, wenn die kommt, Skyrider. Ich kann das, glaube ich, gar nicht beeinflussen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie das geht, Mann. Den Sport tut auch mal gut. Ja, oder? 6 Tage in der Woche, in der, ja. Also, ja, Schakosaka. Du musst arbeiten, Mo. Du musst arbeiten. Atmung, klar. Aber wir sollten es ja hinkriegen.
Ach, sicher. Hallo, Dagchen. Guten Morgen. Tag, mein Freund. Guten Tag. Ja, mein Rücken tut weh. Ich muss im Krankenhaus, glaube ich. Moment, erstmal eine Frage. Wie sind Sie hier hochgekommen? Ich bin vom Himmel gefallen, wie ein Engel. Okay. Ich bin mit meinem Fallschirm von dem Berg da oben runtergesprungen. Dann hat mir ein Freund angerufen, ich bin dran gegangen und als ich aufgelegt habe, bin ich aus Versehen an den Reißleine gekommen. Oh. Ja, und dann bin ich hier drauf geknallt, voll mit den Rücken. Aua. Ja, ich muss untersucht werden. Ja. Können wir bestimmt einmal röntgen. Ich spüre meinen kleinen Zeh nicht mehr. Kleinen Zeh. Kann den nicht wackeln. Wieder nicht, gestern haben wir auch schon ein Problem mit dem kleinen Zeh. Ja, Mann. Dann da hat der Fahrrad Halfpipe. Ja, das ist richtig. Ja, und dann sollten wir den Herrn mitnehmen. Können Sie mir hochhelfen? Ja, natürlich. Nein. Und einmal gemeinsam ziehen. Und hopp. Hoppa. Ah, vielen Dank. Ich halte mich bei euch ein, ne? Genau. So, vorsichtig jetzt hier runtersteigen, nicht hier ausrutschen. Ja. Das ist ein bisschen rutschig hier. Holy fuck, man. Wow. Moment, ich fahr mal in den... Holy fuck, man. Ha, Bruder, das hat... Du musst mir sagen, dass da oben eine Bananenschale war. Vorsicht, einmal hinten rein. Einmal, kannst du mir die Tür aufmachen? Ja. Ich hin. Oh, das ist sehr nett von dir, Bro. Schön. Holy fuck. Muss mein Zeh jetzt ab? Bestimmt. Das kann gut möglich sein, ja. Wie schaust du es denn an? Aber den benutze ich immer zum Klavierspielen. Mit dem mache ich immer den hohen Zeh. Okay. Streck den immer in den Luft rein. Haben sie das denn schon länger? Also, da sie ja gestern anscheinend auch schon darüber geklagt haben. Ja, richtig. Ja, gestern war das ein bisschen, weil ich hingefallen bin. Aber der war nur angebrochen. Und jetzt spüre ich den gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Holy fuck! Was ist los? Ich habe ein bisschen Augenprobleme gehabt gerade. Ein bisschen sehr stark. Vielen, vielen lieben Dank. Was haben sie denn heute gemacht? Wir haben einen ACLS-Mann erschreckt. Okay. Ne, also mir geht's eher darum, was sie sportlich, sag ich mal, gemacht haben, ob sie den Fuß belastet haben, irgendwie, in irgendeiner Art. Ich habe auf den Couch gesessen. Ja. Dann habe ich Tom und Jerry geguckt. Ja. Dann habe ich einen Handstand gemacht. Vielleicht okay. Ist das dabei passiert? Ja. Ja, und ein bisschen Tischtennis gespielt, ne? Okay. Ja, beim Tischtennis spielen, da macht man ja auch viele ruckartige Bewegungen, muss nach links und rechts. Wenn sie da enge Schuhe anhatten, dann ist das vielleicht auf den Zeh. Ich habe barfuß gespielt, wie immer. Barfuß. Ja, ich muss den Boden fühlen. Ich brauche den rhythmischen Bewegungen. Naja, ich verstehe. Haben sie denn gewonnen? Ich habe verloren, Bruder. Ach, schade. Warum fragst du mir sowas, Mann? Willst du mir blamieren hier? Nee, das nicht, aber zumindest... Oh, mein Augen. Oh, holy fuck, man. Zumindest für die etwas längere Fahrt unterhalten. Was hast du denn so gemacht heute? Was hab ich denn so gemacht? Ich war tatsächlich heute, glaube ich, nur im Dienst. Bin aufgewacht, bin in den Dienst gegangen. Wir müssen aktuell ziemlich viele Überstunden schieben. Also nicht viele Leute von euch da? Richtig. Ab und zu, ja. Guckst also, du deswegen so böse? Guck ich böse? Du guckst böse. Tut mir leid. Lach doch mal. Meine Absicht, ja. Ja, du musst ein bisschen lachen, mein Freund. Ich hab dir nicht dein Lolli geklaut. Nee. Erzähl doch mal einen Witz.
Ich? Ja, natürlich. Okay, pass auf, das. Der beste Witz, den ich kenne. Bruderschaft. Kennst du die Tampons? Oh Gott. Ja, ich hab schon mal von denen gehört. Ja, mein, ja, da sind mehr Pussys drin als im Weiberklo, Mann. Okay. Das ist ein Fistclub. Ein Fistclub? Ja, die also machen BDSM. Auch nur vom Namen gehört, aber weiß überhaupt nicht, was die tun. Die ärgern den ganzen Tag Leute, die gehen nur Leuten auf den Sack, Mann. Okay. Die kommen immer bei uns und ärgern uns. Ja. Das ist ja nicht nett. Habt ihr schon gehört? Sind Bilder aufgetaucht, wo der Sigi erschossen wurde in der Zeitung. Ja, das hab ich gelesen in der Zeitung. Hab ich auch gesehen. Mir wurde gesagt, jemand sagt, das war der Baron, Mann. Ja, hab ich das auch kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, der wollte ihn aus dem Weg schaffen wegen der Gouverneurwahl. Ja. Aber ich glaube, dann wird die Gouverneurswahl auch, schätze ich mal, nicht stattfinden. Also kann ich mir gut vorstellen, weil, wenn nur einer kandidiert, dann macht das ja gar keinen Sinn. Dann ist es keine Wahl mehr, richtig? Ja, wenn der Kandidat ein Mörder ist, macht das sowieso keinen Sinn. Ja, das ist richtig. Ich hab Augenproblem. Au, au. Okay, danke. Willst du nicht für einen Gouverneur plädieren hier, Herr? Ich fordere mehr Cineminis für den Stadt. Ja, zum Beispiel. Und 24/7 Tom und Jerry in Fernseher. Legalisierung von Cannabis. Und Abschaffung von Arbeit. Ja, ich wesen. Und ich mache aus den ganzen. Okay. Ah, danke, James, dass du den Tutorwagen weggepackt hast. Vielen Dank. So. Dann kommen sie am besten einmal mit. Ich folge. Wo bin ich hier? In unserem wunderschönen Krankenhaus. Ja gut, schon ist was anderes. Warum leuchtet der rot? Ist hier ein Alarm? Wir sind hier Zombies. Ja, das hat leider der Bürgermeister nicht geschafft auszustellen und wir können da leider auch nichts machen. Sind hier Zombies? Nee, Zombies haben wir hier noch nicht gesichtet. Oh, guck mal. Der macht Auge. Gut, oder? Da können sie was lernen, wenn sie sich das durchführen. Wer ist ein Illuminati? Komm mal mit. Ich komme. Willst du mich hier aufschneiden? Nee. Natürlich nicht. Nur wenn wir es müssen. Guck mal, du hast hier dein Helm vergessen. Ja gut. Bist du? Ich weiß tatsächlich Himka? Nicht, wofür der. Nein, ich weiß tatsächlich nicht, wofür der ist. Ja, wenn du mit so einem Kreissäger ein Mädchen zerschneidest, ist das schon heftig. Hast du nie Zorn geguckt? Doch, das habe ich schon. Da spritzt viel Blut, Mann. Da brauchst du einen Helm. Legen Sie sich hier mal auf die, auf das Bett. Bitte. Ey, ist das ein Bild von meinem Bruder? Guck mal, wie doof der ist. Das ist gar kein Gehirn drin. Ist ja auch nur ein Röntgenbild. Da meine ich ganz so viel. Das ist das, was wir jetzt auch machen werden. Oder möchtest du direkt MRT machen? Ich denke mal, ein Röntgenbild wird reichen. Bekomme ich davon ein Exemplar für mein Personalausweis? Ich brauche noch ein Bild. Leider negativ, tut mir leid. Wir können davon was bekommen, aber das wird leider wahrscheinlich der Bürgermeister nicht als Personalausweis annehmen, als Personalausweisfoto. Warum denn? Na, ihre Wirbelsäule identifiziert sie jetzt, glaube ich, nicht so gut, wenn jemand auf sie guckt, also oft auf das Bild und dann identifizieren muss. So, ich stelle mal kurz hier das Röntgengerät ein. Kannst du schon mal die Schürze und so holen? Du ziehst das ein bisschen, ist dir kalt? Ja, so schon. Teddy, Mann, was geht ab, Bruder? Schon, dass du hier bist. So, dann kriegen sie einen schicken Schutz hier für den Bullermann. Oh. Ja, dass sie dann auch noch mal Kinder machen können. Und für den Oberkörper. Mein Pipi-Knochen? Ja, genau. Dann verlassen wir gleich den Raum und dann werden sie ein paar Geräusche hören. Keine Sorge, das ist das Röntgengerät. Mir hat einer erzählt, hier gibt es ein Zombie-Kammer. Ja, die gibt es ja auch.
Wo ist den? Das ist leider geheim, das darf ich nicht verraten. Kannst du mir den toten Menschen zeigen? Nein, auch nicht, da darf ich sie nicht hinbringen. Tut mir leid. Bitte. So, Eddie, sind wir bereit? Ja, sind bereit. Okay. Auf geht's, Eddie, beam me up, Bruder. Hier drüben. Wo? Sie hört mich? Ich höre dir, Mann. Kannst du meine lustige Grimasse machen? Sehr gut. Du bist gut, so. Bruder. Ich mag dir. Wie gesagt, einfach ruhig bleiben. Es passiert Ihnen überhaupt nichts. Wir haben uns ein paar Geräusche und dann geht's gleich los, ja? Okay. Holy fuck, Mann. Was ist das denn? Alles okay. Das tut weh, Bruder! Nein, 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 das tut nicht weh. Du willst mich umbringen! Hilfe! Einfach ruhig sitzen bleiben, nicht bewegen. Die wollen aus mir einen Roboter machen, Hilfe! Polizei! So, das war's schon. Okay, ich bin doch kein Roboter. Haben Sie Angst gekriegt? Nein, Mann, ich habe doch keine Angst, Mann. Ich wollte schon sagen. So, dann gehen wir mal die Bilder auswerten und dann sind wir gleich wieder bei dir, ja? In Ordnung. Hier drüben, Kollege. Wo möchte er denn jetzt hin? Keine Ahnung. Bilder gucken. Wenn die Bilder gucken, pass auf, ich versteck mir. Verdammt, du hast mir gefunden. Ja. Ich wollte mir verstecken. Der Schrank war leider ein bisschen zu klein. Am besten bewegen sie sich nicht so viel, bevor wir nicht herausgefunden haben, was mit ihrer Wirbelsäule ist. Mach doch nichts, ich spüre meinen kleinen Zeh sowieso nicht. Ja. Gut, ich setze mir wieder hin. Ich wollte mir in den tote Männerkammer schleichen. Jetzt bin ich brav versprochen. Okay. Dankeschön. Ja, nächstes Mal muss ich sie hier fesseln, ne? Und du willst mir fisten? Da musst du einen Bruderschaft nehmen, oder? Fisten, fesseln. Das ist so ein Bruderschaft-Ding, Mann. Wir in der Grove machen das nicht. Yeah. Ich hab gehört, mein Kollege macht das gerne. Fesselspiele? Ja klar, mache ich gerne. Dann solltest du vielleicht zu den Coppers gehen. Ich hab gehört, die schieben sich gerne ihren Prügel rein. Eieieiei. Also, wie soll ich jetzt so rübergehen, ja Kollege? Ein bisschen Zeit mit uns allein verbringen. Glaub mir, Bruder, wenn du in die Zelle kommst und der Ömme gelebt hätte, ne? Der gibt dir den Prügel, Mann. Und glaub mir, du willst den Spucke. Ja, Mann, ich kenn das, Teddy. Viel Spaß bei der Arbeit. Schön, dass du trotzdem hier warst, Mann. Wo haben sie die schicken Schuhe her? Das sind original Timberlands, Bruder. Die originale? Ja, Mann. Wo kriegt man die? Die bekommst du bei www und jetzt im www.guerwem Orsas Bruder, der macht einen Flohmarkt auf immer. Okay. Auf Craigslist kannst du die kaufen. Original, ja. Timbalance $15. $15, ist aber ist ein bisschen teuer, ne? Günstig, würde ich eher sagen. Nein, Mann, die sind original, Mann. $15. Sind die vom LKW gefallen? Nee, aber da guck, steht Timbalance drauf. Das muss original sein. Ach so. Ja, natürlich. Dann müssen die original sein. Ich glaube, der hat den aus Türkei oder so, sagt er. Ach, ja. Die werden da hergestellt. Da kommen die ganzen Originale her. Habe ich von gehört. Ja, Mann. Als ob der mir anlug. Ja, das glaube ich auch nicht. Und für $15. Wer so viel Preis verlangt, der muss echt sein. Ja. Willst du auch welche haben? Soll ich Bescheid sagen? Holy fuck, Mann. Wäre nicht schlecht, also. Was hast du für einen Schuhgröße?
Ist ausverkauft. 44. Ich hab's da noch gar nicht gesagt. Trotzdem ausverkauft. Okay. Oh Mann. Ich darf kein toter Mensch sehen, kriegst du keine Schuhe. Oh. Wollen wir nicht doch die Kamera mal zeigen? Ich will die Schuhe. Oh. Leitstelle hört, komm. Okay, was ist jetzt mit meinen Wirbelsäure? Das weiß ich nicht, das muss der Kollege jetzt gleich mal. Was denn? Wollt wissen, was mit meinen Wirbelsäure ist? Das muss ich jetzt entscheiden? Nö, wieso? Wieso? Du hast doch gerade die ganze Zeit aufs Röntgenbild geschaut. Ja, an sich habe ich da jetzt nichts Ungewöhnliches entdeckt. Ich habe nur entdeckt, dass da ein Wirbel eventuell da ein bisschen also nicht an seiner richtigen Position ist. Das müssten wir mal eben richten. Und ansonsten sollte es wieder gehen. Oh ja, das ist witzig. Ja. Oh, das war ein Versehen. Der ist mir den Pistole aus der Tasche gerutscht. Oh, macht schön. Okay. Tut das weh? Nein, überhaupt nicht. Wir sind ganz zart zu ihm. Benutzt du Schmucke? Das geht auch ganz schnell. Das geht ganz schnell. Und tut überhaupt nicht weh. Möchtest du das gerne machen? Oder du, vielen lieben Dank für dein Haus, Bruder. Super. Dann und hallo an alle, die da sind. Ich muss aufstehen? Ja. Okay. So, und dann kommen sie mal da runter. Aua. So. Jetzt komme ich mal kurz hinter sie. So. Nee. Und jetzt? Nicht ich. Du kommst nicht hinter mir. Das müssen wir leider tun. Das ist aber jetzt nichts Schlimmes und nicht das, was sie denken. Ich weiß ganz genau, was du vorhast, Bruder. Soll ich dich von hinten nehmen? Nee, keiner. So. Und einmal unter die Arme gegriffen und jetzt hebe ich sie einmal ein Stück hoch. Zack. Oh, das hat geknackt, Mann. Ja, fertig ist es. Warte. Hey, ich spüre mein Zeh wieder. Hallo, ja, kleiner perfekt. Freund. Komisch, ein Lutscher. Haben wir noch einen da? Wir haben noch einen da, der ist normalerweise für unsere kleinen Patienten, aber wenn sie drauf bestehen. Ja, guck mal, wie klein ich bin. Ich gehe dir gerade mal bis zur Hüfte, Mann. Der Kollege ist auch klein. Ja, gut, ich hol mal eben einen. Wo sind die toten Männchen? Wo sind die toten Männchen, Bruder? Den Gang runter, rechts und dann nachher links. Okay. Darf ich den Spießer verarschen, Mann? Ich glaube, den sind hier drinnen. Sind das Zombies? Ich glaube, den großen Fach ist für den Melanie. Das kann sein. Ich krieg übrigens jetzt auch mal aber die sagen Schuhe, sie keinem, ne? dass wir hier drin waren mit ihnen. Nee, ich sag das niemandem. Ansonsten arbeiten wir hier nicht mehr lange. Ich bekomme meine Schuhe jetzt, oder? Deine Schuhe? Nee. Schuhe? Ja, die Timberlands. Du wolltest mir nicht hier reinlassen? Was? Wieso? Ich hab doch gerade gefragt. Ich seh gleich aus, Mann. Ihr ganze weißen Leute seht alle gleich aus. Ja, ist in Ordnung. Willst du wirklich Timberlands kaufen, Bruder? Ja. Soll die Freizeit und zum Bergsteigen sind die bestimmt gut. Ja, die sind super, Mann. Die kosten, wie gesagt, so plus so Geld. So plus so? Ja, guck. So Geld plus so Geld. Okay. Außer du hast an einer Hand keinen Finger mehr, dann kostet ein bisschen mehr. Okay, also in dieser Währung habe ich bis jetzt noch nie gerechnet, aber... Im Kindergarten haben wir das mal gehabt. Man muss so, ja. Ne? Das ach sind so. Zwei Hände. Ach so. Und das ist 15 Dollar. Ja, Mann. Ja. Ja, gut. Ich glaube, das kann ich aufbringen. Muss so zu den, unten, wo den Gross Street ist, ne? Ja. Da ist in der Nähe ein Kleidungladen.
Da steht ein Frau, das ist die Schwester von Uwe und Jettenwe, Uwe und Sas Bruder. Ja. Und die verwaltet den da, die hat den Schuh. Muss ich da irgendwas Bestimmtes sagen? Ja, ist ganz einfach. Sagst du, Janikili, wo die Sisi Mama? Nochmal. Ja, bitte. Wenn es weiterlich ist. Janikili, wo die Sisi Mama, Uwe, und jetzt im Wewe, Uwe, Wem, Osas. Ganz einfach, Bruder. Na, oder? Das war jetzt aber zweimal was anderes, oder? Nee, Janikili, wo die Sisi Mama, Uwe, und jetzt im Wewe, Uwe, Wem, Osas. Ist doch ganz einfach, Mann. Okay, ich glaube, ich werde mir doch keine Timberlands kaufen. Ja gut, dann nicht. Wenn ich will, der hat schon. Vielleicht versuche ich es auch mal mit einem netten Hallo. Vielleicht kriege ich dann auch welche. Ich glaube, die haut dir in die Fresse, weil die hat einen Mann. Nein, Spaß. Musst du mal versuchen. Okay. Vielleicht kannst du noch welche ergattern oder so. Ja. Aber nochmal, die verkaufen nur, wenn du den Codewort sagst. Ne? Okay. Sonst kostet der vielleicht mehr Geld. Ich weiß nicht. Okay, ja, ich muss mal gucken, vielleicht. Aber ein bisschen mehr Geld hätte ich ja auch. Also das wäre jetzt nicht das Bist Problem. Du reich? Nee, reich bin ich nicht. Gut, dann will ich euch nicht weiter aufhalten, ne? Ihr macht die Oberstunde. Ja, wir müssen mich weiter, wir haben neben die nächsten Einsätze. Alles klar, meine Freunde. Vielen Dank für den Behandlung. Moment, den Lutscher noch hier. Den Ach ja, ja. Guck, den habe ich fast vergessen. Ach, schon mal. Ich hoffe mal, das war nämlich der letzte, dass Klein Timmy heute nicht eingeliefert wird, weil der wäre dann ganz schön traurig. Ich gebe dir auch was davor, okay? Boah, ich sag danke das schön. Keine. Das... Okay, danke Musst schön. Du nur noch in den Sonne legen zum Trocknen, ne? Ja, ich hab sowas tatsächlich noch nie gemacht. Gut, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Was? Ja. Okay. Du hast nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Aber ich kann dir auch was geben, wenn du möchtest. Nein, danke. Das ist Grove Street Wundermedizin, Bruder. Ah, super. Ja, deine Taschen sind voll. Da passt nichts mehr rein. Oh, zum Glück. Dann kriegt dein Kollege noch eins. Genau, mach das so. Der kann das dir dann teilen. Okay, danke schön. Oh, das war keine Absicht. Entschuldigung. Das war Fluchtreflex. Okay. Gut, dann ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend noch. Ebenso, mein Freund. Bis dann. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne? Ciao. Tschüss. Und wir müssen weiter. Lemonhase, hier ist jemand da. Hallo, Lemonhase. Wo bist du? Im Krankenhaus, Mann. Ich wurde gerade untersucht. Alter, haben Sie sich Ich kann dich abholen. Ja, ich bin jetzt draußen. Ey, ich hab grad Zombies gesehen, Mann! Da drinnen gibt's Zombies! Was? Wo? Da drinnen im Krankenhaus gibt's Zombies! Schon wieder? Ja, Mann! Richtig fett, Bruder! Zombies? Ja, da sind Zombies drinnen, tote Menschen! Kühlschrank! Ach so, wow. Ich hab schon gedacht, die laufen da rum und haben kein Hirn! Das war... Wow, es sind doch gar keine Ärzte da drin! Doch, guck, da läuft der nächste rein. Zack, hast du gesehen? Direkt in den Eingangsturm. Gut, ich wünsche euch noch viel Spaß, meine Freunde, ne? Curtis? Nee, Rakim. Rakim? Oh Gott. Ja. Kannst du eventuell mal was für Curtis von mir ausrichten? Was soll ich denn sagen? Ich würde ihn gerne mal sprechen wollen, wenn es die Möglichkeit bestehen würde. Wie ist denn dein Name, Mooskopf? Johnny Rich. Wie bitte? Moos-T-Shirt. Johnny Rich. Gesundheit. Moos-T-Shirt. Johnny Rich, ja? Ja, richtig. Müsst du mit ihm sprechen? Du musst mit dem sprechen. Ich sag, ich richte den das so aus, wenn du möchtest. Das wäre eine geile Maßnahme. Alles klar, Bruder. Mach ich dann, ne? Halt den Orbitsteif und was anderes auch noch. Grundsätzlich. Bis dann. Tschüss. Bruder, ich bin von... Wieder getrieben, Mann. Mein Fallschirm hat sich gelöst. Der Ruler hat mir angerufen. Dann habe ich aufgelegt und dann habe ich den Reißlein aus Versehen gezogen. Legacy. Ich mache RP schon ungefähr 5 Jahre. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht alles vorlesen konnte, aber ich wollte den RP-Situation war so lustig mit. Jo, Raki, was los? Mit Dix. Was schicken wir dir?
Ja, Mann, die haben mein, was haben die gesagt? Wirbelsäure oder so, haben die wieder eingerankt, Mann. Und ich hab Zombies gesehen. Zombies, Digga? Ja, Mann, die haben tote Leute da. Fuck, Alter. Fuck, Alter, ehrlich, Mann? Ja, Mann, ich durfte den sehen, aber ich darf das keinen verraten eigentlich. Nice, Alter. Ich war da auch schon mal drin, aber ich keine Zombies gesehen, Digga. Nee. Die haben dich aber nicht gebissen, oder? Nee, Mann. Weil, wenn, dann... Mir hat keiner gebissen. Ganz sicher? Ja. Carlos, ich geh in deinem Kofferraum pennen, hau dir rein. Moin, Digga. Bis dann, Mann. Schlaf gut. Wo ist das, Alter? Ja, ich hab mir noch ein paar Kekse geholt. Schwein.